Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. So, meine lieben Teilnehmer, neuer Versuch, neue Runde zum Monatsauftakt. Bestätigt es mir doch erstmal, ob ihr das Bild wiedersehen könnt und mich auch diesmal hört, denn hier gab es wohl einen kleinen Webinar-Bug mit dem zweiten Login und ich könnte fast durchdrehen. Sowas mag ich gar nicht. Aber hey, wir leben im Zeitalter der Technik und leider Gottes gibt es da auch tatsächlich hier und da wirklich Konnektivitätsprobleme. Ich sehe aber gerade, Bild ist zu sehen, Ton ist jetzt auch wunderbarerweise zu hören. Wir starten mit einem kleinen Delay. Ich bitte das zu entschuldigen an der Stelle, möchte auch hier gleich durchstarten im Rahmen dessen, was ihr wahrscheinlich hier und da schon gesehen habt. Ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen DAX Live Trading Event. Jetzt schon mit einer Viertelstunde Delay, der Xetra-Handel eröffnet zugleich. Deswegen möchte ich unserem heutigen Protagonisten, den lieben Thomas, ich freue mich sehr, dass er da ist, auch gleich das Zepter übergeben und möchte zugleich darauf hinweisen, liebe Leute, dass wir dieses heutige Webinar aufzeichnen und auch jenes in der kommenden Woche. Wir haben praktisch hier ein zweifaches Webinar. Einmal heute und einmal nächste Woche. Heute ja am Nachmittag auch die Non-Farm Payrolls eben hier zum ersten Freitag im Monat. Wird auch interessant sein, was Thomas dazu zu sagen hat, ob ihn das überhaupt interessiert. Denn heute geht es hier um das anlegerliebste Vehikel, speziell eben den DAX. Ich freue mich sehr, Thomas, dass du da bist. Die Hütte füllt sich wieder, nachdem ich sie mehr oder weniger herausgeschmissen habe gerade eben. Thomas, ich suche dich gerade mal hier im Chat und hoffe auch, dass dein Mic jetzt hier sozusagen verfügbar ist. Schau mal, ob du dich rein vom Sound erstmal einwählen kannst. Wenn dem so ist, dann müsstest du das Mikrofon einfach mal anschalten und dann müsstest du auch gleich zu hören sein und dann würde ich dir in Kürze den Bildschirm rübergeben, sodass wir dann auch gleich in die Live-Action übergehen. Da ist das Stichwort auch schon gefallen, Live-Action, liebe Leute, wenn wir heute traden, speziell Thomas als heutiger Protagonist und Master of Disaster in Anführungszeichen, dann will ich hier dann auch wissen, dass ihr wisst, dass das alles keine Handelsempfehlungen sind. Jeder auf eigenes Risiko handelt. Und wenn wir hier agieren am Trading-Markt, gerade mit CFDs und Margeneinsatz, das Ganze natürlich auch noch gehebelt in die ein oder andere Performance-Richtung läuft. Insofern seid ihr alle selbstverantwortlich und seht das nie als aktive Handelsempfehlung, was wir hier tun, vielmehr eben als Darbietung dessen, was wir für Gedanken haben, beziehungsweise was wir wie am Markt umsetzen. Und da freue ich mich, wie gesagt, sehr, dass wir den Thomas hier am Start wissen, der auch eine interessante Challenge gestartet hat und auch hier uns hoffentlich in Zukunft häufiger beehren wird. In dem Sinne wünsche ich mir jetzt eine grandiose Auftaktsendung. Jetzt muss man ja sehen, dass der Thomas sein Mic angeschaltet bekommt. Und Thomas ist da, ist schon ganz heiß. Jetzt ist es grün. Thomas, sei gegrüßt an der Stelle. Guten Morgen. Christian, guten Morgen, liebe Teilnehmer. Das war ein Auftakt, den werde ich so schnell nicht vergessen. Das schreit nach Fortsetzung. Ich denke mir schon die ganze Zeit, was ist denn jetzt los? Du, was ist denn passiert? Die Teilnehmer wissen ja auch nicht um die Vorgeschichte, die wir gerade hatten. Also es stolperte ja schon etwas los und du glaubst es nicht. Ich muss sagen, die Geschichte, ich meine, es war ein Übertragungsbug, weil ich die Übertragung wohl gestartet habe, aber ich war schlichtweg nicht zu hören. Und es startete tatsächlich nicht so wie in gewohnten Art und Weisen. Und ich kann mir es nicht erklären. Letztlich sind wir jetzt da. Ich hoffe, der kleine Delay, Thomas, bringt dich jetzt hier nicht in Wallung. Es war, wie gesagt, ein leicht verrückter Start. Ich würde gleich vorschlagen, dass du kurz was zu dir sagst. Ich dir aber schon mal im Vorfeld, wenn du magst, den Bildschirm rübergebe und wir dann eigentlich direkt einsteigen, weil der Markt, der Xetra-Markt hat ja jetzt schon geöffnet. Der Future-Markt läuft ja schon längst. Aber vielleicht können wir hier noch ein bisschen nachsteuern. Und ich hatte ja auch den Hinweis gegeben, nächste Woche Freitag geht es dann nochmal richtig zur Sache und dann auch pünktlichst und dann auch mit besserer Vorbereitung. Ja, so machen wir es. Wunderbar. Ich gebe dir jetzt mal einen Bildschirm rüber, wenn du magst. Genau. Und dann würde ich sagen, gehört die Bühne dir. Wie hast du es gern? Fragen zwischendrin oder am Ende? Nee, ich bin da ganz interaktiv. Da können wir uns, also ein schöner Dialog wäre toll, kein Monolog von mir. Okay, alright. Dann erstmal der Bildschirm zu dir, liebe Teilnehmer. Jetzt gibt es nochmal einen kleinen Break. Und dann geht's los. Genau. Ich denke, hoffe,
hoffe, normalerweise müsste das genauso funktionieren wie jetzt. Korrekt. Also, von mir auch recht herzlichen guten Morgen zusammen. Wir haben schon 9 Uhr, das ist leider genau die Zeit, wo wir schon in dem Trade drin sein wollten oder ich meistens drin bin. Und genauso ist es jetzt halt im Hintergrund passiert, leider. Nicht mit Live-Ansage, aber dennoch mitgetradet. Wir haben hier ein 10.000-Euro-Konto. Ich werde jetzt hier ein bisschen improvisieren, weil ich mich ja auch Ihnen natürlich gerne vorstellen wollen möchte. Und ich möchte aber natürlich auch, dass wir den Markt im Blick haben. Dementsprechend sind wir jetzt hier schon drin im Markt mit 3 Einheiten auf fallende Kurse. Der ein oder andere kennt mich, dass diese Bewegung nach einem Thomas Hartmann Short schreit. Das war ja schon, ich glaube, das wissen die meisten, die mich kennen. Die sind da quasi schon selber mit reingehüpft. Und dementsprechend bin ich da auch drin und jetzt versuchen wir natürlich schnellstmöglich unseren Stop-Loss nach unten zu verschieben. Das können wir jetzt nämlich auch gleich machen, weil wir sind das Risiko schon fast vorne. Und dann haben wir Zeit für andere Sachen. Das ist eine tolle Bewegung, Christian. Also das passt auf jeden Fall. Wenn die Technik schon Probleme gemacht hat, die Bewegungen sind schon mal gut zu eröffnen. Das freut mich schon mal immens. Wie gesagt, dass wir da ein Stück weit später rein sind. Man kann jetzt die Vorfreude schüren, dass wir am nächsten Freitag ohne diverse Vorbugs und auch dann Live-Übertragungsschwierigkeiten einsteigen werden können. Und wie gesagt, so einen Trade kann man dann Genau. im Nachgang sicherlich dann auch nochmal erläutern. Und nächste Woche, wie gesagt, Leute, seid gern dabei. Da gibt es dann wirklich vielleicht auch schon 8:40 Uhr, dass wir 20 Minuten vorher anfangen, direkt schon den Startschuss, dass wir uns da sauber vorbereiten können. Ja, genau. Also zum DAX, da kommen wir dann gleich in Fülle dazu. Nur mal kurz zu mir. Ich will es auch gar nicht in epischer Breite halten, weil das ja hier auch keine QVC-Verkaufsshow sein soll. Aber ein bisschen was zu meiner Person. Damit müssen Sie leben. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Der eine oder andere kennt mich vielleicht. Wo fange ich an? Fangen wir hier mal an, damit Sie auch mal direkt ein Bild zu meiner Person haben. Ich bin jetzt mittlerweile 20 Jahre im Trading aktiv. Ich bin 35, ich habe also sehr früh angefangen mit dem Aktienhandel. Damals gab es so die klassischen Marktschreier, die sogar ein Format hatten auf NTV mit diesem Bulle und Bär. Ich weiß gar nicht, Christian, ob wir uns mal darüber unterhalten haben, ob du den kennst. Der hatte da mal so eine Sendung, so wie in Amerika, mit ganz groß aufgezogen Bulle und Bär, die durchs Bildschirm rennen und der haut auf so Buttons und sagt kaufen und verkaufen. Und spätestens dann war meine Leidenschaft total geweckt und Sparkassen, Börsenspiele und alles so Sachen, die ich da miterlebt habe. Und dann war irgendwann das Feuer entfacht. Ich habe früh angefangen, da kam der CFD-Markt ja komplett nach oben in diesem Zeitraum. Ich war Projektleiter für Devisenhandel. Ich bin seit 4 Jahren selbstständig. Ich habe immer meinen Eigenhandel gemacht. Ich habe Jura studiert. Ich habe sogar noch einen Versicherungsfachmann dran gehängt, weil mich diese gesamte Materie, Finanzen, Versicherung, Absicherung, alles Mögliche rundherum interessiert. Und bin mittlerweile Geschäftsführer von 2 Kapitalgesellschaften, die Hartmann Kapital GmbH, die macht Vermögensverwaltung, und die Hartmann Coaching GmbH, die macht Coachings. Und ich bin Trader und Betreiber des Chartmann-Experiments. Genau, was genau das Chartmann-Experiment ist, da komme ich dann gleich drauf. Ich gucke hier die ganze Zeit noch hier mit einem Auge, wo wir jetzt uns gerade befinden beim DAX. Und ja, Experte auf den gängigsten Finanzportalen. Aber ich glaube, das ist jeder hier, der beim Christian dabei sein darf. Und ich freue mich sehr, dass ich es endlich mit dem Christian geschafft habe. Ich glaube, mit dem Christian bin ich seit 2, 3 Jahren immer wieder in Kontakt. Und Ja. jetzt haben wir es endlich hinbekommen über Umwege und so weiter. Und wir haben schon viel, viel quasi miterlebt und trotzdem irgendwie nie so richtig miteinander im Webinar gewesen, im Geschäft gewesen. Aber ich hoffe und denke, das ändert sich jetzt. Und ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass ich heute dabei sein darf. Und ja, wie Sie sehen, ich bin da relativ, ja, ich bin nicht der Trader, wo Sie jetzt 1,5 Stunden zugucken und er wird keinen Trade aufmachen. Ich finde immer sehr zügig so einen Trade und ich werde auch nochmal drauf eingehen für die Teilnehmer, wie ich den gefunden habe, warum, wieso, weshalb und was da der ganze Plan dahinter ist. Ich hoffe, das ist in Ordnung, Christian. Trading View dürfen wir zeigen, gell?
Das passt, Ja, oder? das ist kein Problem. Ja, Dahingehend, ja. dass wir zwar TradingView jetzt mit größerem Delay wahrscheinlich anschließen werden. Das war ja erst vor kurzem auch ein Stück weit verlautbart, dass wir da schon schneller dran sind als eigentlich gedacht. Wir sind ja schon länger in Gesprächen. Faktisch, vielleicht, du kennst ja auch Guidance, das können wir in Zukunft auch gern nutzen, wenn möglich für dich. Ja. Ansonsten, Guidance natürlich die Konnektivität schon gegeben. Ansonsten gern MetaTrader, klarerweise hast du auch den Trade schön abserviert. Nimm, was du brauchst, um deine Skills so ein Stück weit zu transportieren. Ja, also Guidance war ich ja, hatte ich ja auch mal meinen eigenen Desktop, aber jetzt ist es ja ein bisschen anders da bei Guidance. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Also ich habe meine Großwetteranalysen habe ich in TradingView eben. Und hier auch Grüße an Herrn Volpe, mit dem habe ich erst gestern gesprochen. Das soll jetzt hier keine Werbung sein. Na. Aber die Charts, die Sie von mir sehen, zur Sachen Analyse, DAX und so weiter, das habe ich halt hier eben alles drin. Und teilweise mache ich es dann eben halt, dass ich manuell dann die Trades im MetaTrader so wie jetzt da gewesen mache. Und das ist natürlich das allererste, was wir machen müssen, bevor wir jetzt hier ins Detail gehen. Wie sieht die Großwetterlage aus? Und die Großwetterlage ist ja absolut scheußlich. Ne? Also wenn ich mir das jetzt nochmal so angucke, ich versuche immer zu vermeiden, da rauszuzoomen, aber es ist ja furchtbar. Es macht ja relativ wenig Spaß. Wobei jetzt Intraday die Bewegungen ja wirklich zugenommen haben, definitiv. Aber wenn wir jetzt mal aus dem Intraday-Bereich rausgehen und sagen, wir wollen mal so eine schöne Strecke sehen, vom Ende Februar beispielsweise bis Mai, April, also diese Bewegung hier von mal eben ja, 2000 Punkten, was natürlich trendfolgend sehr schön zu handeln war. Das hier, ich weiß nicht, ich glaube, da haben gerade relativ viele, die trendfolgend unterwegs sind, große Bauchschmerzen oder auch große Verluste auf dem Konto, weil ein Setup, so richtig, was dann mal anläuft, kommt ja gerade gar nicht zustande. Das haben wir jetzt hier mal so einen Anschein gehabt, ne, diese Abwärtsbewegung. Ich glaube, das war doch an einem Freitag vor 2 Wochen, genau, wo der DAX dann mal so runtermarschiert ist und dann aber auch mit einer großen Kurslücke, so war das, am Montag eröffnet hat. Und wie er das halt montags dann auch so gerne macht, hat er die Kurslücke natürlich geschlossen und noch ein paar hundert Punkte oben drauf geschmissen. Und es hat sich wieder nichts getan. Also Kursziele. Es wird immer schwieriger. Ich habe hier noch die 16.500 oben offen. Ich habe hier aber auf der Unterseite auch noch die 14.700 offen. Und ich bin da ganz ehrlich, also ich bin ja der reine Charttechniker. Ich habe ja fundamental gar nichts zu melden. Das überlasse ich anderen. Ich habe hier nichts auf dem Schirm, wo ich sage, hier müsste man eingreifen. Ja, man kann sich mal umgucken, Trendfolgen unter 15.200, wenn man hier mal abbricht. Aber hier haben wir direkt diese fette Unterstützung. Anders kann man sie nicht bezeichnen. Und unter 14.700, okay, aber das ist, wenn man sich den Chart anguckt, ist das noch ein sehr weiter Weg. Da können wir ja noch im September, Oktober vielleicht drüber sprechen. Und auf der Oberseite das Ziel hier. Also nehmen Sie es mir nicht übel, ich kann Ihnen da keine, es wäre jetzt hier Haarspalterei sagen, der geht jetzt dahin und der geht dahin. Die Bedingungen müssen erstmal erfüllt sein. Das ist halt bei mir immer so das Schwierige. Ich brauche Bedingungen, damit ich Kursziele ansagen, vermeintlich vorhersagen kann. Und wenn ich diese eben nicht habe, dann stehe ich halt auch hier im luftleeren Raum und kann Ihnen halt eben nichts dazu sagen. So, ich sehe aber, der bewegt sich schon wieder ein bisschen nach oben und ich sehe es leider schon richtig. Genau, wir werden jetzt wahrscheinlich dann demnächst ausgestoppt. Wir wollen ja hier auch noch ein bisschen traden. Also das wäre die Großwetterlage. Die sieht so aus, das ist jetzt nichts, wo ich sage, da muss man jetzt unbedingt dabei sein. Das kann sich natürlich jederzeit ändern. Aber warten wir mal, wie das weiter ausgeht. Heute stehen da noch wichtige Daten an, der Christian hat es angesprochen. Da kann natürlich richtig wieder was kommen, gerade Freitagnachmittag ist natürlich auch sehr gut dazu geeignet. Und wir sind jetzt immer noch short, wir sind wahrscheinlich nicht mehr lange short, es braucht nur ein paar Punkte, dann fliegen wir gleich raus. Dann waren wir schon 100 € im Gewinn. Wir haben ja ein 10.000 € Echtgeldkonto. Und gehen wir hier in Detail rein. Also gerade solche Aufwärtsbewegungen.
wie wir jetzt hier gesehen haben, zur Eröffnung leider dann halt eben ein bisschen verspätet. Das ist halt so meins. Ja, da versuche ich eben antizyklisch schnell einzugreifen, schnell den Stop-Loss anzuziehen, so wie jetzt. Leider hat es jetzt nicht geklappt. Ich hätte mir natürlich gewünscht, das hat er auch die letzten Tage immer sehr gerne gemacht. Er hat dann hier so eine starke Aufwärtsbewegung vollzogen, die wurde dann direkt abverkauft und dann ist es eigentlich bis zum Mittag nur runtergetröpfelt. Ja, das haben wir gerade gestern gehabt. Aber jetzt heute möchte ich das erstmal nicht. Da fliegen wir jetzt auch raus, haben jetzt 10 Euro verdient, wunderbar, besser als nichts. So, und dann möchte ich Ihnen das gerne mal erklären. Wir gehen mal auf den 15er. Was haben wir hier gesehen? Warum wurde dieser Short hier genommen? Wir haben hier diesen Widerstand. Hier hat er sich sehr lange aufgehalten. Hier hat er auch immer wieder Probleme gehabt. Und das ist jetzt von meiner Seite aus etwas, wo ich sage, okay, wir sind hier rein auf der Höhe. Das sind immer, hier hat man einen schönen Widerstand. Das jetzt natürlich ein bisschen überschritten, versetzt. Aber das sind, so wie Sie es hier auch sehen, in meinem Chart, in der Großwetterlage. Das sind halt eben meine Bereiche. Mit denen arbeite ich sehr gerne. Mit denen arbeite ich permanent. Das ist jetzt mein Bereich. Der wurde angelaufen. So, hier. Und da war halt dann die Intention, dass er das jetzt mit Schmackes hier auch noch durchschlägt. Da hätten wir hier auch schnell die 15.500 sehen können, etc. Das war dann das Ziel von gestern. Hat er nicht, wollte er nicht, ist kein Problem. Wir warten. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Bis 10 auf jeden Fall. Wir können es auch noch, wenn Bedarf besteht, auch nach hinten verlängern. Weiß nicht, wie es beim Christian zeitlich passt, aber ich sage das jetzt einfach mal, dass wir das bestimmt ein bisschen was dranhängen können. Ansonsten sehen wir uns ja nächste Woche, hoffentlich, wenn Sie da Lust haben. Und schauen wir, wir sind hier immer noch in diesem Bereich drin. Mal gucken, wie er jetzt hier den Schluss macht. Der Zeiteinhalt 15er dauert jetzt natürlich, hat gerade erst angefangen. Aber was wird jetzt hier passieren, wenn er noch auf die 700 kommt? Wir sind nochmal 50 Punkte nach oben. Dazwischen sage ich direkt, möchte ich nicht viel machen. Also ich möchte jetzt, hier würde ich eingreifen bei den 680. Ich sage Ihnen nur die letzten drei Ziffern vom DAX. Die großen zwei vorne reingestellt, die kennen Sie. 680 wäre interessant. Ja, da müssen wir aber gucken, wie er sich verhält. 710 ist auf jeden Fall interessant. Hier ist halt ein großer Bereich, immer mal wieder, wo er halt drankommt, wo er abbricht, wo er auch sehr stark abbricht. Das hat er uns die letzten Tage gezeigt, knapp unter dem Allzeithoch. Den Bereich mag er erst gar nicht. Und da müssen wir halt mal gucken. Ja, ich möchte jetzt hier auch kein Trade übers Knie brechen, weil, wie gesagt, das ist ja nicht Demo for Life, sondern das ist ein Echtgeldkonto. Dementsprechend wird da auch mit sauber gearbeitet. Und ja, jetzt trinke ich hier mal einen Schluck von meinem Kaffee und frag mal beim Christian nach, ob der schon irgendwas hat. Ich habe also sozusagen mich jetzt gerade auch mal auf deinen sozusagen deine Einführung da spezifiziert. Das heißt, du guckst definitiv eigentlich nur, wie man so schön sagt, in der Trading-Szene nach Support und Resistant eigentlich, ne? Also du schaust da wirklich so, gibt's ja viele Liquiditätszonen, Price-Action-Zonen, was auch immer. Aber letztlich suchst du solche Stauzonen, wo der Preis immer wieder angeeggt ist in der Vergangenheit, weil du ja auch rein charttechnisch orientiert bist und hast da sozusagen jetzt eben auch, das war schön abgeleitet von dieser Zone, wo er jetzt kurz drunter war, jetzt wieder reintaucht, dann den Entry gefunden und der Take-Profit, du sagtest ja, du hast das Risiko schon relativ fix drinne gehabt, sodass du den Stopp nachziehen konntest. Hast du den Take Profit aber nicht fixiert, oder? Den hast du jetzt gar nicht drin. Das hat er auf der Schnelle jetzt gar nicht gesehen. Du hast ja deinen Entry, deinen Stop Loss, den du dann nachgezogen hast, aber einen direkten Take Profit hast du nicht reingesetzt gehabt, oder? Wo wäre denn der gewesen? Nee, richtig, einen Take-Profit habe ich noch nicht reingesetzt. Ich setze den auch fast gar nicht rein. Also ich versuche den wirklich so nachzuziehen, dass mein Stop-Loss mein Take-Profit ist. In dem Fall jetzt war der Stop-Loss-Take-Profit 10 Euro. Ja. Okay. Ich hätte natürlich gerne gehabt, dass wir halt nochmal auch
auf 2 zu 1 kommen, also dass wir knapp 200 € vorne gewesen wären, dann wäre ich einfach auf 100 € den Stop-Loss, hätte ich den erhöht. Dann hätten wir dir irgendwie 100 € sicher gehabt. Und ich versuche halt dann, wenn ich schon mal dann in einem Trade drin bin, der dann halt anläuft, dass ich dann halt trendfolgend einfach den Stop-Loss nachziehe. Wenn es jetzt natürlich, wenn man jetzt hier in diesem Bereich runtergekommen wäre, das heißt, wenn der DAX, wir waren ja 50 Punkte knapp im Gewinn, das entspricht ja bei 3 Einheiten eben knapp 150 €. So, wenn man jetzt natürlich nochmal 100 Punkte gefallen wären, dann wäre das natürlich sensationell gewesen, da hätte man 450 Buchgewinn gehabt. Haben wir aber nicht gehabt, dann hätte ich natürlich schon mal geschaut. Also hier der Bereich 500, 15.500, da muss man natürlich ganz genau gucken, wie er sich verhält. Weil hier ist natürlich so ein richtiges Make or Break. Wenn ich da nicht im Markt wäre, ja, das ist natürlich direkt der nächste Punkt. Wenn er hier runterfällt wie ein Stein, da würde ich sofort wieder eingreifen. Das ist natürlich genau so eine Zone, wo man sagt, okay, der Trade ist jetzt mit dem Stop-Loss versehen. Er hat jetzt 2 Sekunden Lebenszeit vor sich, vielleicht, weil der DAX da einfach durchrutscht. Das kennt man ja natürlich auch. Aber was halt auch passieren kann, ist genau das, was jetzt passiert ist. Dieses, er kommt in den Bereich rein und er prallt ganz saftig ab. Ja, also das finde ich halt immer klasse. Sowas hier, das kann man natürlich nicht vorhersehen, dass das natürlich in dieser Art und Weise passiert. Ich meine, ich bin ja schon hier eingestiegen. Das heißt, es waren auch schon mal 50 € Verlust, die offen waren, definitiv. Aber letztendlich hat er sich dann doch kurzfristig wieder besonnen und hat den richtigen Weg eingeschlagen. Aber ja, das ist genau das, wo ich sage, okay, das ist absolut meins. Und ich arbeite, wie gesagt, gar nicht mit Fundamentaldaten. Ich achte natürlich drauf, wo eben Wirtschaftsdaten anstehen, klar, NFP und so weiter, Zinsentscheide. Das muss man als Trader, als Charttechniker auf dem Schirm haben. Nicht um zu mutmaßen, wie eventuell vielleicht die ganze Kiste ausgeht, aber ich möchte wissen, wann Volatilität in den Markt kommt. Und das weiß ich glücklicherweise beim DAX sowieso. Weil 9 Uhr Eröffnung, 15:30 etc., 14:30, viele Daten in der Regel. Das weiß ich alles und umso mehr möchte ich es natürlich wissen, wenn dann halt so ganz große Events dastehen. Das heißt, der Blick jeden Morgen in den Wirtschaftskalender, der ist absolut unerlässlich. Das muss man mindestens einmal am Tag machen. Aber das muss nicht sein, dass man jetzt in so einem Trade drin steckt mit einem 10er SL von mir aus auch. Der halt einem aufgrund von Fundamentaldaten, die man vorhersehen hat können, dass da Volatilität Thomas, jetzt hat sich das Mike und reinkommt, jetzt hat dass sich das einem das Mike Ding halt um die Ohren fliegt. jetzt hat sich Also das das ist Mike kurz in meinen verabschiedet. Augen auch grob fahrlässig und Ich glaube, die Internetverbindung hakt ein okay, bisschen. Ich glaube, die ich hoffe Internet. jetzt, Bist du mit WLAN hoffentlich muss unterwegs? es gut gehen. Bist du mit WLAN unterwegs? Ich warte mal kurz, ja, ich ändere das. Kein Stress, aber das So, wird der Punkt sein, genau. warum wir da jetzt so einen kleinen Bug hatten im Speech. Aber in jedem Fall haben wir das alle mitbekommen. Ich habe auch schon ein paar Fragen von dem einen oder Okay. anderen Teilnehmer. Du warst auf jeden Fall nur ganz kurz nicht zu hören, also undramatisch. Faktisch wichtig, da hast du genau darauf abgezielt. Klarerweise muss man sich ein Stück weit vorbereiten. Jetzt, man muss nicht der fundamentale Nerd sein, sondern sollte eben genau wissen, wann Volatilität reinkommt. Und du handelst sozusagen tatsächlich, das sind jetzt hier so zwei, drei Fragen. Lass mich vielleicht mal mit der ersten beginnen. Also du handelst in der Tat sozusagen den vorbörslichen Future schon, Schrägstrich, möchtest vor der Xetra-Eröffnung dann schon positioniert sein? Oder was ist die Handelsspanne, die du sozusagen im Fokus hast, wenn du täglich an den Desk gehst? Weil es das heißt ja auch DAX-Trading für viel Beschäftigte. Mehr oder weniger willst du da ja wahrscheinlich ein Stück weit ja auch ein entspannteres Trading machen, wenn man das mal so sagen darf. Also, was ist denn da die Handelszeit, die Handelsspanne bei dir? Die Handelsspanne ist tatsächlich sehr, sehr kurz, deswegen auch der Titel. Das wäre jetzt eigentlich genau sowas gewesen, wie wir heute Morgen gesehen haben. Ich versuche jetzt hier ganz
klassisch hier mal den Multitasker zu machen und nochmal das Passwort hier einzugeben, während ich hier versuche, das alles zu Nee, erklären. du kannst auch, lass dir ruhig Zeit, dann nehme ich den Ball kurz auf und du kannst da in aller Ruhe vorgehen, weil das ist eh eine Competition, du sagst es gerade. Wie gesagt, Live-Trading, Dokumentation, Erklärung, wer bin ich, woher komme ich, was handle ich für Setups und den Markt im Auge behalten, das ist in der Tat jetzt nicht trivial, das ist eine Herausforderung und auch gerade, wenn man jetzt hier mit Echtgeld sozusagen agiert, ja, ich meine, ob das jetzt 1.000, 10.000 oder 100.000 Euro-Account ist, ist völlig wurscht. Es ist einfach eine Herausforderung und da muss man tatsächlich eben auch wirklich Respekt zollen, dass du das da hier jetzt sozusagen ad hoc einstreust und hier eben dann auch parallel arbeitest. Deswegen bin ich da gern bei dir und habe dann eben neben der Frage von der Zeitrange, da wolltest du jetzt gerade nochmal drauf eingehen. Jetzt ist es eh spannend, dass Genau. wir wieder in die Zone laufen, wo du gerade ja vorhin ja schon den Entry zündeste, da sind wir jetzt genau an dem Punkt. Wird es jetzt wieder interessant, Short für dich oder meinst du, er rennt durch? Beziehungsweise, wie wäre denn da so ein Stück weit die Einschätzung in der aktuellen Situation? Gehen wir mal ein bisschen näher rein. Schauen wir mal. So. Also ich würde tatsächlich gucken, wie er sich jetzt hier verhält. Ich möchte jetzt hier wenigstens noch einen 5 Minuten Abprall sehen, also quasi, dass er hier auch eine Umkehr macht. Jetzt direkt in so eine grüne Kerze oder in eine weiße, in der hier in dem Chart reinzurennen, das muss ich jetzt nicht unbedingt, weil das hat uns der DAX wirklich die letzten Tage gezeigt. Der will nach oben. Also er will wirklich nach oben. Er hat sich in den letzten Tagen ganz arg den Kopf gestoßen. Anders kann man das ja nicht nennen. Also das war schon gestern heiß, ja, mal eben 200 Punkte runter. Ich habe auch gesehen hier, da hat er auch wie soll man sagen, ein Kollege hatte einen super Trade gestern gefunden hier, der Bernstein, wenn ich das richtig auf dem Schirm hatte, also mal 200 Punkte schön runter. Das ist natürlich auch fantastisch, ja. Sowas hätte ich mir jetzt natürlich heute auch gerne gewünscht, dass er sowas jetzt hier macht, aber wir werden sehen. Wir haben noch ein bisschen, vielleicht kommt er hier nochmal in diese Zone auch rein, bei den 15.700 wäre das ja. Ich möchte aber jetzt erstmal mindestens auf dem Fünfer eine Umkehr sehen. Also eine rote Kerze wird mir da schon mal für den Anfang reichen. 4 Minuten geht jetzt die Zeiteinheit noch. Und möchte ich jetzt direkt anschließen zu dem Thema für Vielbeschäftigte. Und da muss ich jetzt quasi werbemäßig auf die Challenge auch mal zurückkommen. Bitte, 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 das ist, Webstarter. bitte, 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 Thomas. Also sei da nicht bescheiden. Ich habe dich ja seither verfolgt. Werde das auch in Zukunft gern, nachdem du da gestern oder vorgestern den kleinen Fake-Out rausgehauen hast. Dann auf jeden Fall in Zukunft noch ein Stück weit mehr anpromoten und würde da natürlich auch gern mit dir hier eine Schnittstelle für die heutigen Teilnehmer auch finden, dass wir dich da durchaus etwas begleiten können. Also shoot. Je nachdem, wenn der Markt dir was Interessantes zeigt, gern umschwenken. Ansonsten hau rein, was du da bietest. Wunderbar, gern. Also, für alle Interessierten, das ist meine Webseite, die hartmann-kapital.de. Das ist einer meiner Webseiten. Da wer wirklich interessiert ist am Börsenhandel auch. Also ich finde, ich habe mir da große Mühe gegeben, meine Geschichte, die mit allen mit komplett pleite gehen und richtig eins, ich weiß, das ist immer so der romantische Traum von jedem, der im Trading erfolgreich ist, dass man komplett pleite gegangen ist, aber hier auch mal wirklich passiert mit Anfang 20, also schon ganz, ganz viel erlebt. Die Geschichte, wo mir immer ganz anders wird, wenn ich die auch erzähle, weil ich eben da ganz viel drauf eingehe bei gerade Coaching-Teilnehmern, dass die das halt auch ernst nehmen. Das Thema Risiko, Verluste, weil das natürlich gerade von Neueinsteigern total belächelt wird. Ne? Und der Christian, der kennt das natürlich auch aus dem FF, aber wenn ich jetzt, guck so lange noch auf den DAX, während ich hier erzähle, wenn ich jetzt hier natürlich den Teilnehmern erzähle, der ein absoluter Einsteiger ist und sage, naja, du wirst sehen, es kann auch mal sein, du kriegst 10, 15 Mal ein Stop-Loss hintereinander wegkassiert. Dann guckt er mich natürlich nur an und denkt, ja, okay, das wird mir nicht passieren. Das ist, kann ich absolut verstehen, aber das gibt's, das wissen wir. Wer länger im Markt ist, der weiß, das gibt's alles. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja, dementsprechend muss man halt einfach auch darauf achten. Dementsprechend muss man auch, wenn man halt eine hohe Performance generiert,
auch schon zu Genüge gezeigt. Ja, wenn man mal eben 700% in ein paar Monaten erwirtschaftet, dann muss man halt auch damit leben, dass es halt auch die Umkehrseite von der ganzen Geschichte gibt. Ja, also wer das irgendwie nicht versteht, der hat halt an der Börse nichts zu suchen. Und ich sage das auch nicht mehr romantisch oder irgendwas oder beschwichtigend, sondern das ist einfach Fakt, weil ich das leider halt auch sehr erlebt habe, sehr oft erlebt habe. Wenn man hier so eine Performance abfeiert mit ein paar 100%, gehört halt immer die Kehrseite dazu. Ja, es geht nicht anders. Das ist doch klar. Das muss einem ja klar sein. Also wer die Zins will vom Tagesgeldkonto beziehungsweise nicht Zins will, der ist halt da gut aufgehoben. Und wer halt eben Geld verdienen will, der muss halt auch ein Risiko eingehen. Das wird sich nie ändern. So, also jeder, der interessiert ist, mal ein bisschen hier reingucken. Ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Und komme ich auch auf die Story und ich habe hier den DAX im Blick, keine Angst. Instagram, Hartmann Kapital, gerne folgen. Ja, also da tue ich in letzter Zeit, bis vor 2 Monaten wusste ich nicht mal, wie man Instagram bedient. Jetzt versuche ich jetzt hier, möchte ich gerne Influencer mit 35. Man lernt ja nie aus. Aber versuche ein bisschen was von meinem Leben zu zeigen und habe da eine Challenge gestartet. Die kann man sich hier auch mal in Videoform angucken vor 3 Wochen. Ja, und jetzt können wir das mal hier kurz durchswitchen. Also geht los. Challenge, Start, 10.000 Euro, Echtgeldkonto, Handelstag 1, Handelstag 2 und so weiter. Alle Handelstage sauber dokumentiert. Ich würde auch gerne mal dazu übergehen. Dann muss der Christian einfach nur sagen, komm, das machen wir regelmäßig. Wöchentlich vielleicht so eine Zusammenfassung machen, vielleicht die Ein- und Ausstiege mal nachträglich Spannend, spannend, besprechen, absolut weil spannend. ich mach's eh, weil ich muss dieses komische Trading-Journal führen, was an Verlusttagen gar keinen Spaß macht, was aber im Leben eines Händlers dazugehört. Und ja, jetzt haben wir natürlich noch einen sehr schönen Tag. Das war, glaube ich, vorgestern mit 33% Gewinn in den 10 Tagen. Jetzt nichts Falsches sagen. Genau, und am Handelstag 11 22,8. Und gestern war auch ganz gut, 6,7. Und dann haben wir hier irgendwie in 12 Handelstagen, so, noch ein Werbevideo, in 12 Handelstagen 70%. Also 10.000 angefangen, 7.000 Euro verdient. So. Ist das normal? Nein, das ist nicht normal. Lief das extrem gut? Ja, das lief extrem gut. Wie hoch war der Drawdown? Wird vom anderen, der da ein bisschen sich auskennt, die Frage sein. Der Drawdown in der Spitze lag bei 7%. Ja, es lief extrem gut. Ja, absolut. Das ist genau das, was ich vorhin sagte. Das kann mal gut gehen, aber natürlich wird da auch mal Performance abgegeben. Ne? Also das ist natürlich keine Einbahnstraße. Auch ich kenne den Weg der Einbahnstraße leider nicht. Dementsprechend war das jetzt schön, war wunderbar, aber muss man ja auch sagen, sowas kann halt mal passieren. Wenn wir jetzt hier bei 7:1 maximal Drawdown in der Spitze reden, dann wäre das ja eine Verzehnfachung des Risikos, also Chance-Risiko-Verhältnis. Ich bete es hoch und runter, gerade bei den Kunden und Teilnehmern. Das muss Positionsgrößenanpassung, Stop-Loss und so weiter. Das alles gehört permanent beim Trading dazu. Dementsprechend reden wir jetzt hier von der Verzehnfachung, was natürlich gut ist, aber das kommt halt auch mal vor. Ja, das schafft man im Trading. Wir können hier natürlich auch, wenn wir jetzt beim Beispiel von gestern sind, wer jetzt gestern hier beim DAX einen sauberen Einstieg bekommen hat und diese 200 Punkte mit runterreiten konnte und der hatte 10 Punkte Stop-Loss und der hat es den einfach mal laufen lassen, der hat eine Verzwanzigfachung des Risikos gar hervorgebracht. Ja, alles kann, nichts muss und so weiter und so fort, aber Möglichkeiten bestehen. Dementsprechend, wer Lust hat, Hartmann Kapital, Instagram folgen, freue ich mich. Einfach mal gucken. Stories gibt es hier ohne Ende und richtig regelmäßig und würde es auch gerne weiter ausbauen. Weil ich glaube, das ist nämlich auch das, was natürlich ist kein offenes, ist ganz offen und frei weg, heißt es ja immer, die Coaches
Ja, Christian, die Coaches, die verdienen ja alle nur Geld mit ihren Büchern und mit dem Coaching, aber nicht mehr im Trading. Und genau deswegen habe ich diese Challenge nicht gemacht, nicht um zu zeigen, oh, guck mal, ich kann hier 70% machen. Um Gottes Willen, das habe ich auch anfangs nicht gedacht, dass es wieder so gut läuft, nur um einfach zu zeigen, wie das Trading-Geschäft läuft. Das natürlich sollte ein Coach ja auch immer zeigen, dass er selber traden kann. Das ist ja ganz klar. Und das Absolut. versuche ich damit zu zeigen und das würde ich auch gerne in Serie dann auch noch ausbauen und da quasi noch mehr drauf eingehen, weil ich glaube, es ist natürlich interessant, nicht nur zu sehen, ha, guck mal, der hat wieder 5% und der hat, sondern warum, wieso, weshalb. Das würde den größten Mehrwert für alle bieten, vor allem für Leute, die halt eben interessiert sind. Ich bin genauso aktiv wie Christian in einer Facebook-Gruppe. Da sind wir ja letztens wieder, also da wird ja ernsthaft diskutiert, dass ein Stop-Loss ja kompletter Schwachsinn ist. Ja, und dass man den einmal benutzt hat und seitdem ist man ja viel besser dran ohne etc. pp. Ach, ja, also hören Sie auf die Leute, die ein bisschen Ahnung haben. Ja, machen Sie das nicht. Ich glaube, irgendwie die meisten sind immer in so Aktien investiert wie CureVac und so weiter. Und dann ärgert man sich ja immer, wenn da 50% runterknallen. Und dann sagt man, oh, und dann versteht man irgendwie auch nicht, wie ein Stop-Loss funktioniert. Ne, dass halt ein Stop-Loss einfach eine Order ist, die dann halt eben zu einer Market-Order umgewandelt wird, weil irgendwie heißt, kommen dann die größten Beschwerden von der Seite aus. Ich habe einen Stop-Loss bei 90 Euro gehabt bei CureVac. Ich wurde bei 40 Euro ausgeführt. Ein Stop-Loss ist Mist. Ja, also das sind so Basics, die muss man halt drauf haben. Und bitte, liebe Teilnehmer, das ist jetzt nicht nur Werbung für mich, sondern einfach ein bisschen Grundverständnis. Es ist alles nicht so schwierig. Es muss ein bisschen was gelernt werden, um traden zu können. Das bleibt halt nicht außen vor und der Christian macht ja da ganz viel Aufklärungsarbeit und die ist einem einfach unheimlich wichtig und auch bitte muss man auch ernst nehmen, ist tatsächlich so, weil diese Lucky Punches, die haben wir alle schon durch. Ja, so habe ich ja angefangen mit meiner CFD-Karriere. Klar, ja, da war man irgendwie wochenlang in Sommerferien in der Maschinenfabrik und hat sich akkordmäßig totgeschuftet und hat da ein bisschen Kohle mit heimgebracht. Hat dann den Rechner angeschmissen und mal eben in 2 Tagen das Konto verdreifacht. Ja, das geht alles. Ja, nur geht es dann halt auch in die andere Richtung. Und das muss ja nicht sein. Das kann man mal machen. Es muss aber nicht sein. Wenn man sich diesen Weg sparen kann, dann bitte hören Sie auf Leute, die Ihnen genau sowas beibringen. Weil das kann man sich tatsächlich sparen. Es bringt nämlich auch keinen Mehrwert, das einmal durchzumachen, sondern einfach mal auf die Erfahrung von den Leuten hören, die länger dabei sind. Dann spart man bares Geld und kann das besser investieren. So, jetzt Monolog Ende. Du, halb so schlimm. Das sind ja wichtige Instruction und wie gesagt, das nehme ich gern mal auf. Wir haben ja jetzt sozusagen schon zwei Webinare mit dem heutigen angelegt. Wir können das gerne in einer gewissen Zyklik direkt auch weiter fortführen, sodass man da auch die Teilnehmer, die heute dabei sind, immer wieder auch informiert mit einem Mailer, wenn denn das nächste Webinar ansteht. Können wir uns gerne nochmal bilateral austauschen, Thomas. Und wie gesagt, dass die Märkte viele Chancen bieten und natürlich auf der anderen Seite, und da hatte ich auch gestern erst ein Kundengespräch, nach dem Motto, ja, ich will das Geld anlegen, arbeiten lassen und will Rendite haben, aber will natürlich nichts verlieren. Das ist natürlich etwas willkommen dem Kapitalismus. Man muss auch was riskieren, um eben auch was zu gewinnen. Und das Riskieren heißt eben tatsächlich, dass man sich grundsätzlich mal immer erstmal in einem Risiko bewegt bei einem Markt, der da sozusagen auch schwankungsfreudig einhergeht. Der DAX war zuletzt ein bisschen zäh, wie du auch auf dem Tageschart vorhin gezeigt hast, gerade jetzt im Sinne der neuen Allzeithöchststände immer wieder relativ tricky. Und jetzt feuerst du gerade den nächsten Trade ab. Ich habe noch ein paar Fragen auch zu deinem Stop-Loss-Abstand, zu dem Risikomanagement. Jetzt vielleicht, aber warum bist du jetzt gerade sozusagen in diesem Diskurs reingegangen jetzt in den Markt? Das wäre vielleicht ganz interessant für die Teilnehmer. Ich wollte dich jetzt auch nicht Nein, nein. unterbrechen. Es ist jetzt auch nichts Dringendes, was uns jetzt hier wegläuft, aber ich möchte natürlich auch, also ich setze auch das um, was ich predige. Und was ist jetzt hier passiert?
während du gesprochen hast. Wir haben die 5-Minuten-Umkehr. Die ist jetzt nicht groß, das ist jetzt keine böse schwarze Kerze, keine große Verlustkerze, aber es ist ja schon mal ähnlich Harami, ja, dass wir jetzt hier irgendwie so ein bisschen ins Stocken kommen, dass jetzt hier eigentlich nichts passiert erstmal, beziehungsweise er kann jetzt hier mal so eine kleine Umkehr machen. Dementsprechend möchte ich jetzt hier schon mal einen Fuß mit drin haben. Dementsprechend ist das Volumen auch sehr klein gewählt. Dementsprechend müssen wir jetzt auch sofort, weil das kann ja auch schnell passieren, dass das Ding mal eben 50 Punkte nach oben knallt. Und genau dann passiert ja das, was wir vermeiden wollen, beziehungsweise begrenzen wollen. Dann wäre unser Verlust eben realisiert, beziehungsweise wir hätten dann 100 € verloren. Und ich möchte nämlich nur 1% riskieren. Und genauso habe ich das auch in der Challenge gemacht. Das Risiko habe ich teilweise, wenn das Setup wirklich extrem gut war, habe ich das Risiko pro Trade auf 2% erhöht. Das ist dann aber auch Ende Gelände. Ja, also da geht dann nicht mehr als 2%, fertig. Und da muss das Setup auch wirklich gut sein. Und ja, das sage ich auch immer anders im Coaching ist so. Ja, ich sage immer, bitte, lieber Teilnehmer, 1%, hast du dich mal auf diese 1%, und das ist mir egal, ob das jetzt 10.000 € sind, weil du so viel Geld hast, oder ob es 10 € sind, dann halte ich bitte an diese 1% und lass es anders sein. Wieso, weshalb, warum? Weil es dann halt leider sehr oft ist, dass dieses Risiko variabel ist bei den Teilnehmern. Das heißt, immer die guten Trades werden irgendwie mit 1% Risiko genommen und die schlechten werden mit 5% genommen und so weiter. Und wenn man da keine Erfahrung hat, dann ist das natürlich hinten raus komplett zum Scheitern verurteilt. So, warum, wieso, weshalb? Der besagte Bereich, die 15.700, die wurden jetzt erreicht, also dieser Widerstandsbereich. Ich bin ehrlich, ich traue dem jetzt irgendwie heute nicht so viel zu, also dass er jetzt hier tatsächlich wirklich abprallt, gerade mit den Wirtschaftsdaten, die heute Nachmittag anstehen. Das wäre ein super Punkt, um da heute schön auf Allzeithoch auch noch ins Wochenende zu gehen. Ja, was will man mehr, um noch mehr hier Trust reinzubekommen? Möglich, auf jeden Fall. Aber das hier ist einfach ein Widerstandsbereich. Und das ist mir, meine Meinung hat hier auch in der Hinsicht, habe ich jetzt ausgesprochen, interessiert aber den Markt sowieso nicht. Das ist eh klar. Ich möchte jetzt hier aber mal versuchen, dabei zu sein. Dementsprechend ist der Einstieg jetzt hier erfolgt. Und ich muss jetzt hier aber einen relativ weiten Stop-Loss nehmen. Und dementsprechend sind wir hier 50 Punkte Stop-Loss. Das heißt, wieder Risiko 100 €. Mehr möchte ich da jetzt erstmal nicht. Ich bin da auch dann gewillt, wenn wir unser Risiko vorne wären, so wie das vorhin passiert ist, dann wäre ich auch bereit dazu, nochmal eine Position aufzumachen. Ja, aber nicht im Gewinn, im Gewinn nachlegen, doch genau, im Gewinn nachlegen, nicht im Verlust nachlegen, im Gewinn nachlegen. Sprich, wären wir jetzt hier 50 Punkte vorne, wenn das passieren würde. Dann hätte ich quasi wieder einen frei, weil dann mein Stop-Loss wäre dann auf plus minus null. Ich hätte also wieder mein Risiko frei. Ich kann das also wieder nochmal vergeben. Und dann wären wir halt mit zwei Positionen drin. Und da kann ich natürlich bei der zweiten Position auch sagen, okay, mit der einen Position bin ich 50 Punkte vorne, entspricht 100 €. Ich kann noch eine zweite Position dazu nehmen und die hat jetzt einen Stop-Loss von 10 oder 20, ja, dementsprechend Anzahl 5 oder 10. Und das sind immer die Spiele auch als Tipp für mich, für Sie, von mir. Wenn Sie regelmäßig den DAX traden, dann bitte machen Sie sich eine Excel-Tabelle oder rechnen Sie das einfach regelmäßig im Kopf durch. Sie müssen die gängigen Stoppabstände, die man halt einfach so nimmt, also 10er, 20er, 15 Punkte, 30 Punkte und so weiter, das muss komplett sitzen. Ja, Sie müssen da, wie sage ich immer zu den Teilnehmern, ich habe deine Nummer, ich rufe dich heute Nacht um 3 an und du musst mir sagen können, wie viele Einheiten musst du eingeben hier in die Maske, wenn das Stop-Loss 30 Punkte entfernt ist. Ja, das sind alles so Sachen. Das muss ad hoc sitzen, weil es ist nicht empfehlenswert, den Stop-Loss immer so zu wählen, dass er zu den Einheiten passt, die ich gerne verwende.
Wir müssen uns ja den Stop-Loss so wählen, dass er Sinn macht im Chart und nicht, dass es für uns einfach ist zu rechnen. Dementsprechend so die gängigsten Stop-Loss-Abstände bitte immer im Kopf haben, aufschreiben, hoch und runter beten. Ich bin in Mathe auch ein absoluter Versager, deswegen habe ich ja Jura studiert. Ich hatte ja keine andere Möglichkeit. Aber das kleine Einmaleins, das muss drin sein. Und wer das eben dann halt professioneller machen will, der hat auch so eine Tabelle und der hat es dann im Kopf oder der baut sich so einen Rechner zusammen oder was auch immer. Aber ich denke, die Standardabstände, die kriegt man so hin. Ein bisschen üben und dann läuft es. So, also das war jetzt auch die Erklärung zu diesem Trade. Warum, wieso, weshalb? Ich zoome mal ein bisschen raus hier in den Stundenchart. Ja, ich sehe jetzt natürlich hier auf dem Stundenchart ist das natürlich auch nicht so optimal, weil das Stop-Loss ist halt direkt hier, ja, in diesem breiten Widerstandsband. Und das macht es halt gerade schwer, auch die Einstiege zu finden. Sprich, wenn wir jetzt hier in Stop-Loss reinfliegen, ja, dann ist fast schon wieder das nächste Setup aktiv, weil dann haben wir hier wieder den nächsten Widerstandsbereich, wo er wieder abprallen kann. Nach oben hin wird es halt immer mehr verbastelt, aber wir haben halt hier einen Aufwärtstrend. Ja, das sehen wir hier. Wir haben hier das Tief, wir haben ein höheres Tief und wir haben wieder ein höheres Tief. Das ist definitiv ein Aufwärtstrend. Und da müssen wir mal gucken, wie das läuft. Aktuell, ja, das ist halt leider auch oft beim DAX so, die erste halbe Stunde ist richtig was los und dann ebbt so ein bisschen ab. Ja, dann kommt eigentlich dieser Tröpfelmodus nach oben und nach unten. Ist ja auch schön. Es muss ja nicht immer so wild hin und her gehen. Und deswegen heißt es ja heute auch DAX Trading für Vielbeschäftigte. Gerade in der Challenge konnte das in 12 Handelstagen wirklich realisiert werden. Das hier in 12 Handelstagen, also oh, insgesamt 4 Stunden investiert. Ja, also es war wirklich ganz, ganz schnell, ganz, ganz kurzfristig, sehr aggressiv natürlich, aber immer mit einem Risiko, was sehr überschaubar war. Da ist aber dann immer, dann stellt sich immer die Frage, welcher Hebel wurde verwendet? Ist ja ein absoluter Quatsch. Ja, also die Frage nach dem Hebel ist ja komplett obsolet, weil letztendlich zählt ja nur das Risiko, was ich eingehe. Hebel ist ja egal. Und das kann man ja skalieren. Ja, deswegen ja auch diese Rechenweise mit Abstand und so weiter zum Stop-Loss etc. So, wieder ganz weit ausgeholt. Aber ich habe jetzt erstmal fertig. Du, das ist doch völlig legitim. Es ging ja auch darum, dass du den Trade so ein Stück weit ableitest. Du hast auch in deinem Eingang geschrieben, Devisen. Handelst du noch parallel Devisen? Also ich bin zum Beispiel Euro Cut Short heute Morgen aufgrund verschiedener Parameter. Bist du sozusagen jetzt rein DAX-affin? Ich meine, das ist jetzt das Kernthema, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber handelst du sozusagen parallel auch noch den Devisenmarkt ein Stück weit oder fokussierst du dich tatsächlich, wie du auch vorhin schon im lieben Andreas erwähnt hast, der handelt ja eigentlich nur die Indizes und dann eben primär DAX und Dow, Schrägstrich Nasdaq, wie ist das bei dir? Also handelst du da noch andere Märkte oder konzentrierst du dich in dieser Morning Session bei der Challenge, soweit ich weiß, natürlich speziell nur auf den DAX? Ich konzentriere mich vor allem in der Challenge komplett auf den DAX. Also, ich habe gerade früher natürlich alles Mögliche getradet. Ich habe vor allem den DAX exzessiv getradet. Also, ich hatte da teilweise manuell in meinen Anfangszeiten 120, 130 Trades manuell im DAX. Das ging dann wirklich 14 Stunden Hardcore, Pseudo-Scalping-Session und war immer wieder toll, weil man ist immer wieder mit neuem Verlust ins Bett gegangen und hat sich 14 Stunden aufgerieben. Mittlerweile, also es dauert immer bei mir ein bisschen länger, bis ich lerne, ja, aber ich bin tatsächlich lernfähig und gerade für mich habe ich festgestellt, dass die US-Sessions, also sobald die Amerikaner kommen und sobald es in die Richtung geht, dass die Amerikaner dazukommen, verliere ich. Ja, das ist so. Das ist in 95% der Fälle so. Und ich habe es echt oft lange mitgemacht, dass ich morgens schön im DAX verdiene, nachmittags auch im DAX dann handle oder halt auch direkt im Dow Jones. Ja. Und dann halt eben schön meine Gewinne abgebe. Und das habe ich abgestellt. Und seitdem läuft es wesentlich besser. Das sind so kleine Stellschrauben, weil klar,
Ich mache das beruflich. Man kann natürlich nachmittags oder man hat morgens natürlich auch mal andere Sachen zu tun. Aber ich habe für mich echt gelernt, ich lasse das sein nachmittags. Das bringt nichts, das führt zu nichts. Und so muss jeder seine Nische finden. Also ich bin, DAX ist halt einfach, ja, DAX ist halt absolut meins. Den kenne ich in- und auswendig. Also ich würde sagen, beim DAX habe ich fast alles gesehen. Jetzt mit Corona ist wirklich alles abgedeckt, was man an absurden Sachen sehen kann. Und dementsprechend, ja, dementsprechend möchte ich, fokussiere ich mich darauf. Und ich glaube, jeder muss so ein bisschen seine Spezialsparte finden, irgendwo seine Expertise aufbauen. Und wenn man das eben hat, dann sollte man das halt auch primär verfolgen. Natürlich bin ich auch noch auf den normalen Märkten aktiv. Ja, hier im Wikifolio, da bin ich halt natürlich auch in Aktien investiert. Ganz klar. Ja, natürlich kann ich auch Aktien handeln. Natürlich kann ich auch Forex handeln und ich habe auch früher Schweinehälfte gehandelt und Orangensaft und so weiter. Klar, kann man alles machen, ja, kann man nebenbei machen, aber jetzt wirklich für den Fokus setze ich mich hier morgens hin, spätestens 8:45 sitze ich hier dran und suche mir das eben raus, ja, gucke nochmal die Märkte durch. Spätestens um 8:30 habe ich das dann auch abgeschlossen. Und dann 8:45 sitze ich hier ganz aktiv und dann gibt es halt auch erstmal nichts anderes. Und dann wird die Eröffnung eben bestmöglich gehandelt. Und hoffnungsvoll ist es dann gegen 10 auch mehr oder weniger durch das Thema. So wie heute Morgen war eins der Beispiele, wenn man jetzt hier natürlich noch mit einem engeren Stop-Loss reingegangen wäre. Was will man mehr als in, ja, 5 Minuten waren es ja dann mal eben 50 Punkte. Wenn man das erstmal hinkriegt, das mitnehmen kann, dann kann man ja hier schon sagen, alles klar, es ist eh Freitag. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Ja, manchmal muss man natürlich auch ein bisschen länger sitzen, aber ich versuche es so gut wie möglich mit meiner Strategie, dass zur Mittagszeit das Ding durch ist. Ja, und gerade Mittagszeit und flaut der Handel in der Regel, ja, so ein bisschen ab. Und dann möchte ich eigentlich auch nicht mehr dabei sein. Ja, dann ist bei mir auch Mittagspause und nachmittags habe ich andere Sachen zu tun. Wichtige Indikation auf jeden Fall. Also versuchst es tatsächlich auf ein Minimum zu beschränken, sozusagen. Ja, ich versuche es auf ein Minimum zu beschränken von der Handelszeit, aber auch eben vom Handelsinstrument, weil klar, wenn ich jetzt natürlich noch zig Märkte auf dem Schirm haben muss, ich meine, gut, Monitore haben wir hier genug, hinter mir hängen die 6 Stück an der Wand, also Platz ist da, aber trotzdem, ich brauche den Fokus einfach auf dieses Instrument und ich halte es auch tatsächlich für sehr schwierig, wenn man da so kurzfristig mehrere Märkte handelt. Von Swing Trading, gerade Forex, bietet sich ja da prädestiniert dafür. Gar kein Problem. Ja, mal mit 150, 200 Punkte, 300 Punkte oder mehr da im Swing Trading Bereich zu machen, auf jeden Fall. Da brauche ich auch nicht volle Konzentration. Ein- und Ausstiege natürlich wichtig. Klar, Ausstieg wird mir ja eh abgenommen im Stop Loss. Und ja, aber hier in dem Bereich, wo wir jetzt hier wirklich von 10, 15 Punkten, 20 Punkten Stop-Loss reden, da brauche ich meinen ganzen Fokus und meine ganze Energie und das reicht mir dann auch. Ja, und das ist, denke ich, für viele, klar, die berufstätig sind, ich glaube, das ist halt auch sehr dankbar, weil 9 Uhr eben ist zu 99% garantiert, dass Volatilität reinkommt. Das heißt, ich muss nicht den ganzen Tag wie die Schlange vorm Rechner warten oder 15:30 Uhr. Es soll ja auch Menschen geben, denen liegt die Amerika-Eröffnung. Also mir liegt sie nicht, wie gesagt, das habe ich festgestellt. Aber gibt sie auch. Und ich denke, da ist der DAX super anfängerfreundlich von Positionsgrößenbestimmung, die ja im Forex-Markt komplizierter ist, ja, von Kryptos. Wenn wir jetzt in Bitcoin abrechnen, will ich das gar nicht anfangen, weil da ist es wirklich ein Hexenwerk. Aber
Das ist im DAX wirklich sehr dankbar. Das ist als Einstiegs zum Traden ist der DAX wirklich toll. Die Konditionen hier bei JFD sind auch klasse. Ja, also wirklich super. Man hat ein geringes Risiko mit Overnight, was man eben halt vermeiden kann und so weiter. Man hat so viele Möglichkeiten. Und warum? Es wird immer gesagt, naja, ich handle noch das und das und das und das und das. Ja, aber das ist ja jetzt, spricht nicht von Expertise, wenn ich 100 Märkte handle. Ich muss, egal was ich handle, wenn es erfolgreich ist, ist es super. Ja, und hier für mich ist es halt einfach der DAX. Und kann ich nur, ich denke, viele, die jetzt hier auch dabei sind, die handeln primär den DAX und kann ich auch echt nur empfehlen. Man kann ja auch sehr einfache Strategien entwickeln. Ich rede jetzt hier die ganze Zeit von Widerstand und Unterstützung, wenn ich überhaupt davon rede. Also ich komme jetzt hier tatsächlich ein bisschen in Schwafeln, aber das liegt auch ein bisschen daran, weil der Christian mir eh sympathisch ist und wir so lange, ja, weil er mir einfach bekannt ist und ich halt auch weiß, da kann ich halt mal einen erzählen, da wird mir auch zugehört. Also ich weiß auf jeden Fall, wer Christian macht. Ich hoffe, der Rest der Teilnehmer macht es auch noch. Logisch, logisch. Ja, da fühle ich mich einfach wohl und deswegen erzähle ich ja auch einfach frei weg. Wir können hier natürlich auch noch Strategien machen mit Indikatoren und so weiter. Nur bitte, versteht mich da nicht falsch, aber Indikatoren sind immer für mich zur Finalisierung des Setups, ja, also zur Trefferquoten der Erhöhung auf jeden Fall, um eine zusätzliche Bestätigung zu bekommen, auf jeden Fall. Fibonacci auch, auf jeden Fall und so weiter. Aber trotzdem, wer keine Ahnung hat, wie Unterstützung und Widerstände funktionieren, wird meiner Meinung nach mit Sekundärchart, sekundären Indikatoren nicht erfolgreicher sein. Ja, also ganz, ganz klar. Ich weiß, es ist den meisten Leuten zu simpel. Muss es jetzt hier leider noch mal zeigen, Christian. Du, Müssen wir noch mal überhaupt nicht. Du kurz drüber. musstest, du, Thomas, wie gesagt, wir sind ja völlig flexibel. Das ist unser Auftaktswebinar. Die Teilnehmer kleben noch an deinen Lippen und sagen auch super, vielen Dank für die Einblicke, ganz toll, top Einblicke. Also es ist nicht so, dass wir, oder vielmehr, wenn ich jetzt im Plural spreche, dass alle Teilnehmer mit mir da irgendwie vom Stuhl fallen und gelangweilt sind. Es geht ja genau darum, dass wir sozusagen den Teilnehmer abholen an dem Punkt, wo er entweder einsteigt, und du hast das ja vorhin gesagt, ich meine, wir sind lang genug an den Märkten. Ich bin, habe genauso wie du die irre Scalp-Phase hinter mir, wirklich überladen mit Charts. Selektiv vorgehen ist hier das A und O. Und ich finde es auch spannend, dass du dich da auf dem DAX eben eingeschossen hast, weil auch viele den DAX eben kennen. Das ist des Anlegers Liebling. Ich finde den ein bisschen biestig, muss ich ehrlich sagen. Mein Fokus, Entschuldigung, mein Fokus da tatsächlich eben eigentlich nur noch Devisen, eben auch Intraday weniger als früher, aber da wollen wir jetzt auch, du hast das ja unlängst auf Insta auch mit mir kommuniziert, im Rahmen des Rainbow Tradings da auch ein Stück weit wieder rekapitulieren, wo man sagt, das kannst du auch Intraday schön handeln und dann hast du eben auch deine 15, 20 Top Pairs, wo du immer wieder interessante Setups hast, wie eben Euro Cut heute im Devisenbereich direkt bei mir interessant. Wir hatten das auch über den Forex Bull schon am Morgen im Morning Briefing skizziert. Da kam jetzt Rainbow und Forex Bull wieder zusammen. Das heißt, du hast so eine Trendindikation und noch statistische Vorteile. Sowas ist immer schön, aber man muss sich da auch selber sein Setup bauen, wie du sagst. Der eine liebt Indikatoren, der andere hasst sie. Theoretisch ist da immer weniger mehr, weil wir alle wissen, oder auch speziell du und ich, dass natürlich jeder Indikator eine Preiskrücke ist, ja, also es gibt keinen Indikator, der die Zukunft voraussagen kann. Und am Ende verwirren sie vielleicht, aber mit Indikatoren kann man durchaus gut timen. Und was ich sehr mag, sind zum Beispiel Divergenzen. Also es sind einfach so Zusatzinformationen, wie du auch schon gesagt hast, die einem helfen können. Aber gerade am Anfang ist man teilweise auch überfordert von diesen ganzen Möglichkeiten. Und da muss man einfach seinen Stil finden. Erstmal seinen Markt, seinen Stil, seinen Timeframe überhaupt. Und das gibst du ja auch den Teilnehmern hier mit, wie du dich da entwickelt hast. Und ich will hoffen, dass wir da definitiv dran anknüpfen können, weil ich glaube, das ist für dich erstmal ein tolles Format, was du da selbst hier auf Insta und Co. entwickelt hast. Aber auch für unsere Kunden sicherlich hochinteressant, das so ein Stück weit mitzuverfolgen. Und insofern, feel free. Also du langweilst uns da auf gar keinen Fall. Das wollte ich nochmal unterstrichen haben. Perfekt, super. Okay, ja, also das sind so, das muss man einfach drauf haben. Und das sind, die Leute stehen da meistens drauf, ja, wenn man da irgendwie so ganz hoch gestochen mit irgendwelchen Mega-Indikatoren um die Ecke kommt. Klar, jeder ist auf der Suche nach einem heiligen Gral, aber
Ich denke, der Christian kann es bestätigen. Also ich habe jetzt 20 Jahre danach gesucht. Ich finde ihn leider immer noch nicht. Vielleicht hat ihn jemand wirklich gefunden, aber also die Mischung macht so die Basics, die funktionieren einfach am besten. Und die Leute auch, klar, ich kriege auch die Anfragen für Schulungen und kommen und sagen, wie Anfängerschulung. Ja. Schleichwerbung, 16. Juli ist das nächste Tagesseminar hier im Büro in Pforzheim. Wie Unterstützung, Widerstände, Aufwärts-, Abwärtstrend wird an dem ganzen Tag gelehrt. Ja, und was noch? Ja, wie und was noch? Ja, setz das mal vernünftig ein. Das mit Positionsrisiko-Money-Management, mach das mal vernünftig. Tu Analyse machen. Also die Teilnehmer hier beim Anfängerseminar gehen die hier raus und können eine Grundanalyse machen. Das heißt, die sind eins zu eins eine Kopie von mir. Also ich schaffe mir da meine eigene Konkurrenz, weil die genauso sowas machen könnten wie ich. Ja, aber es ist so. Das ist halt, was soll ich anderes beibringen, wenn genau das der Schlüssel zum Erfolg ist, zumindest für mich. Ja, und dann komme ich genau hier auf das, was ich jetzt hier aufgerufen habe. Es ist doch Quatsch. Das habe ich jetzt hier mit zwei Klicks, habe ich mir diesen Irrsinn hier rein mitmanövriert. Und natürlich gibt es die absurdesten Sachen. Der Christian weiß es, ja. Wir können jetzt hier mit einem Point-and-Figure-Chart, den irgendwie kein Mensch verwendet, den wir aber trotzdem gelernt haben, aufgrund der Ausbildung, benutzt das jemand? Nein. Also ich kenne zumindest keinen, der erfolgreich damit arbeitet. Es gibt alles Mögliche. Es gibt auch die 500 wichtigsten Kerzenformationen. Braucht man die? Nein. Was ist technische Analyse? Technische Analyse ist Massenpsychologie. Die Sehr gut. einfachsten Sachen, das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Nichts anderes ist es. Und wenn ich hier einen fetten Widerstand habe, den wirklich jeder sieht, der zum ersten Mal ein Chartbild vor sich hat, der direkt sieht, naja, irgendwie, hier oben geht es halt nicht weiter. Dann ist genau das, was funktionieren wird, weil es eben jeder so macht. Und das hier, das ist geil für YouTube, ja, aber das ist dann nichts, was ich traden kann, weil hier jeder Indikator sagt mir am Ende was anderes mit Divergenzen. So wie er sagte, der Christian, da kann ich doch am meisten mitmachen. Aber Leute, ich sehe es bei YouTube, gerade weil ich viel mit Kryptos mache. Ja, ich bin der Betreiber der Kryptologenseite noch und alles Mögliche und Trading-Schule Kryptologen und Trading-Schule online. Ich habe genug durch. Da fangen die an, also da wird es ja richtig lächerlich. Ne? Da fliegt man ja komplett vom Baum. Jetzt nur mal als Beispiel. Da fangen die an, bei IOTA das Volumen einzublenden. Autsch. Wo ich mir denke, sage mal, hast du überhaupt eine Ahnung, was das hier unten ist, die Balken? Ja, das ist das Volumen. Ja, und was macht denn das Volumen? Ja, das ist eine Bestätigung, wenn irgendwie bla 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 eine Formation. Ja klar, bei einer SKS, der Bruch einer Nackenlinie mit erhöhtem Volumen ist geil, definitiv. Aber hallo, Kryptowährung, wir gucken jetzt hier IOTA gegenüber US-Dollar bei Bitfinex an. IOTA ist einer der Kryptowährungen, die werden irgendwie bei 200 Kryptobörsen gehandelt. Leute, also warum gibt es denn ein Xetra? Ja, das sind so Sachen, das wissen die meisten gar nicht. Und das sind so die Basics. Das kann so nicht funktionieren. Ja? Also das ist Quatsch. Und diese ganzen, warum soll ich denn dem Sekundärchart mehr Raum geben als dem Primärchart? Auch das ist absoluter Quatsch. Einfach mal so ein bisschen drauf besinnen und das Essentielle hier vor sich halten. Und nicht immer irgendwie nach. Man ist ständig auf der Suche nach anderen Sachen. Bleibt doch einfach mal bei dem, was ihr kennt. Der DAX ist so, ja, ist das deutsche Liebstenkind, hast du richtig gesagt, ist tatsächlich so. Jetzt versucht doch mal diesen DAX. Ja, er ist biestig, er übertreibt meistens, manchmal kommt er gar nicht in die Gänge. Ja, auf jeden Fall. Aber wenn das doch so schön ist, dann handelt doch das. Ich meine, klar, gestern, wo hat man das? Gestern war wieder so ein Gruselkabinett, ne? Gestern Abend kam dann halt auch nichts rum und dann gibt es sogar Kurslücken im Einser, ja, weil da bewegt sich irgendwie nachbörslich gar nichts mehr und dann kommt immer mal wieder so ein Schwung und wieder eine Kurslücke. Ja, aber das ist halt so und das ist halt der Handelszeit halt auch geschuldet. Ja, aber ansonsten, wir sehen das hier, ja, dass hier saubere Bewegungen sind. Jetzt versucht er sich hier wieder nach oben zu schieben, dann handelt auch den DAX. Ja, und das nächste große Thema, jeder, der irgendwie sich nicht mit seiner Investition selber auseinandersetzen will, der kauft sich einen ETF. Oh je, yeah. Also der eine oder andere wird es auch mal erlebt haben, dass es jahrelang mal nicht in eine Richtung geht. Auch dieser Punkt wird irgendwann kommen. Dementsprechend, jeder,
der interessiert ist, lernt so schnell wie möglich aktiven Handeln. Beschränkt euch nicht immer auf eine Seite, auf Loggen, weil das hat jetzt jahrelang geklappt, aber irgendwann kommt auch mal der Punkt, wo die ganze Sache kippt. Und ich bin jetzt kein Crash-Prophet, sondern das ist wieder das Thema Einbahnstraße. Das wird halt nicht ewig funktionieren. Also aktives Trading, lernt traden. Lernt traden, es hilft nichts anderes. Und Versucht es einigermaßen zu verstehen und regelmäßig anzuwenden. Und sucht euch da einen starken Partner wie JFD, arbeitet mit dem zusammen, saugt alles auf, so wie sowas heute. Vielleicht für den einen oder anderen ganz lehrreich, was ich da erzählt habe. Aber ich mache da jetzt keine Wissenschaft draus, weil es ist letztendlich keine, es ist Handwerk, es ist reines Handwerk. na, So. da bin ich bei dir, und ich finde auch, vielleicht gerade, weil ich finde es auch toll, Thomas, dass du auch eben Chartman bist, weil wir beide da sozusagen die technische Analyse, wie du auch sagst, das ist ja auch so ein Phänomen, was ich immer definiere, die Massenpsychologie da am Schopfe packst. Ja, das ist genau das Thema, wo ich sage, über den Chart geht nichts, das ist die Price Action. Und da finde ich es klasse, dass du das natürlich dann auch so mit transportieren kannst und jeder dann auch dem Ganzen hier folgt und am Ende des Tages natürlich dann auch hier zehren muss. Ja, an sich oder vielmehr von dir zerrt und an sich auch arbeiten muss, was natürlich dann für ihn individuell passt, weil natürlich das Trading wirklich eine sehr individuelle Geschichte ist. Fängt beim Timeframe an, bei den Möglichkeiten, auch bei den Skills, wie tief willst du eintauchen? Und ich finde es auch gut, dass du das vorhin so ein bisschen minimalistisch auch runtergebracht hast. Braucht man dies oder braucht man das? Wie gesagt, der eine mag es, aber wenn man zu viel den Chart überlädt, und dann neigt man am Anfang definitiv zu, dann hat man so viel widersprüchliche Signale, dass du am Ende eben gar nicht zum Handel kommst. Und das ist natürlich das, wo man sagt, da muss man sich auch selber finden. Und ich habe auch gerade die Frage vom lieben Ottmar, wie findet man den Referenten auf Instagram? Also da vielleicht darfst du nochmal direkt den Thomas Hartmann, da Hartmann Capital, da oben steht der Name. Mich als Genau. FX Chris findest du sozusagen auch. Ich habe auch just mal eine kleine Story nochmal rausgehauen jetzt von unserem kleinen Event jetzt hier so nebenbei, als du erzähltest, lieber Thomas, also nicht wundern, da wird nachher nochmal so einen Infobutton bei dir auftauchen nach dem Motto, hier geht ein Stück weit was zusammen. Da frage ich auch direkt die Zuschauer im Rahmen dessen, ob sie eine Aufzeichnung dann wünschen, die heute nicht dabei waren. Also insofern, hier seht ihr da könnt ihr dem Thomas folgen und ich würde mich freuen, wenn wir Genau. das definitiv fortsetzen können und auch werden dahingehen, dass wir da einfach zusammen anknüpfen. Und ansonsten habe ich noch Punkte wie, übrigens nochmal Feedback in der Richtung, das ist endlich mal eine richtige Einweisung mit Fakten. Vielen Dank für die Einblicke auch nochmal. Also wie gesagt, Thomas, alles richtig, alles gut. Du musst ja sozusagen erzählen, um eben dem Zuschauer vom Chart auch ein Stück weit dann in deine eigene Sphäre abzuholen. Also völlig in Ordnung. Und insofern hier nochmal auch sehr gutes Webinar. Er freut sich schon auf nächsten Freitag, der liebe Frank. Markus, wie gesagt, an der Stelle dann Daniel, Bernhard, vielen, vielen Dank für das. Thomas, frag nochmal genau, was du riskierst. Da war er wahrscheinlich vorhin nicht dabei, wo du eben gesagt hast, du hast deine 1%-Regel und das auch ein Stück weit erklärt hast. Was ich jetzt noch habe vom Stefan, das ist vielleicht auch noch eine Frage, die den einen oder anderen auch interessiert. Und zwar, kann man sagen, dass du spontan tradest oder ist das eine Art Reaktion auf eine Art Morning Breakout-Strategie? Ich meine, das hast du eingangs erläutert mit diesen Price-Zonen, aber vielleicht da nochmal drauf eingehen, ob du eben spontan in Anführungszeichen tradest oder eben auch so eine Art Breakout-Strategie im Hinterkopf hast. Wenn ich dich Also jetzt. spontan, sagen muss, ich sag's mal, ich sag's ehrlich, ja, ich sag's ganz ehrlich. Wenn ich so eine 100-Punkte-Kerze sehe im 1-Minuten-Chart, dann triggert mich das. Ja, also dann triggert mich das definitiv, weil ich sehe ja, oh Mann, da ist Volatilität, oh Mann, jetzt das hier halt eben in klein, ja, so eine Bewegung, die dann auch direkt abverkauft wird, das kann passieren, muss aber nicht, ja. Aber das ist mein Ansatz in der Regel. Dieses antizyklische rein, aber das ist nicht spontan in der Hinsicht, dass ich jetzt sage, naja, klar, immer wenn, dann hätte ich schon nächsten EAA programmieren lassen können, immer wenn der DAX irgendwie in 1 Minute 100 Punkte ausbricht, dann soll eine Gegenposition eröffnet werden. Nein. Also auch mit Sinn und Verstand. In dem Fall hier war ja auch diese schöne Bewegung rein auf die 500, 676, ja, in diesem Widerstand. Dementsprechend war das die logische Reaktion, die logische Konsequenz daraus, da einzusteigen. Wäre das jetzt hier, um die Frage zu beantworten, wäre das im luftleeren Raum gewesen, sprich irgendwo über Allzeithoch, hätte ich kein Formationsziel mehr, etc., dann
hätte ich diesen Trade nicht gemacht. Ja, weil bringt nichts. Das ist keine Strategie, jetzt einfach nach 100 Punkten aufwärts die Gegenrichtung zu spielen oder 100 Punkte abwärts die Gegenrichtung zu spielen. Das muss eine Relevanz im Chart haben. Ja. Und genau, zum Thema Folgen nochmal hier schnell Werbung. Bin ja froh, sind immer noch viele da, obwohl wir schon über der Zeit drüber sind. Das ist klasse. Also hartmann-kapital.de und da finden Sie auch die Links zu Facebook, zu Instagram, zu YouTube. YouTube habe ich irgendwie alles gelöscht. 1300 Abonnenten waren mal da. Ich habe aber alle Videos runtergeschmissen, die über Kryptos zu tun hatten und habe das jetzt neu gestartet. Genau, da ist nicht viel zu sehen, aber Instagram finden Sie auf jeden Fall hier Sachen zur Ausbildung. Ja, und auch der Link fürs Wikifolio, vielleicht für den einen oder anderen interessant. Oder hier, ich bin der Leiter noch von der Trading-Sparte bei NTG24. Da kann man auch noch Analysen sehen und noch Webinare und so weiter. Also es gibt, denke ich, viele Möglichkeiten. Ich freue mich auf jeden Fall immer über Austausch mit Menschen. Ich glaube, das merkt man, also dass ich da auch immer sehr drauf dränge und ich habe auch einfach mega Spaß, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Das heißt, wer auch einfach Fragen hat im Nachgang, bitte, bitte schreiben Sie mir eine E-Mail. Ja, von mir aus auch eine WhatsApp. Also ständig permanent anrufen müssen jetzt natürlich nicht unbedingt sein, aber auch das ist möglich. Also bitte nicht scheuen, wenn Sie eine Frage an mich haben, bitte her damit. Ich weiß keinen, wie Sie sehen, ich bin tatsächlich ein bisschen umgänglich, würde ich mich freuen, mit dem einen oder anderen da auch ein bisschen in Kontakt zu bleiben, auch zu wissen, was Sie noch für Fragen haben, was Sie bewegt. Unbedingt nächste Woche einschalten und mit Christian, den werde ich mir zur Brust nehmen und da müssen wir wirklich was Größeres draus machen. Da hätte ich wirklich Lust Zur Brust nehmen, hast du gut gesagt. Und wie gesagt, die akademische drauf. Viertelstunde. Ich habe ja, man muss mal sehen, ich muss das auch mal mit dem Andreas, wir haben ja das US-Live-Trading, da ist die Webinar-Software manchmal ein bisschen störrisch, wenn man eben jetzt sozusagen parallele Desks zeigen möchte. Wie gesagt, den Euro-CAD hätte ich auch gern nochmal erläutert, im Rahmen der Entry-Auswahl des Setups. Aber da ist es immer so eine Sache mit dem Monitor-Schwenk, das ist ein bisschen schwierig bei GoToWebinar. Aber ich sag mal, da muss man einfach auch eine Lösung finden, weil wir haben auch unter Umständen vor, so eine Art Trading-Events nochmal zu machen mit mehreren Tradern, ja, wo es dann wichtig ist, dass man die Bildschirme auch immer wieder relativ schnell ohne, jetzt sagen wir mal, 10 Sekunden Delay dann immer tauscht. Das ist aber was, da sind wir dran. Faktisch haben wir eine Frage jetzt gerade vorm Ende oder knapp zum Ausklang. Wie gesagt, wir haben die Viertelstunde hinten dran gehangen. Absolute Ehrensache, weil wir sind ja sozusagen mit einem Delay um 15 Minuten plus gestartet. Das wird nächste Woche auf jeden Fall besser. Da kann uns der Thomas auch dann direkt nochmal ein Stück weit früher abholen, wie er dann zum Xetra Opening die Lage sieht. Dann sehen wir auch, wie der DAX jetzt dann in 7 Tagen weiter sich da entwickelt hat, beziehungsweise ohnehin heute auf die nachmittags anstehende Non-Farm Payrolls reagiert. Aber die Frage, die hier reinkam, war eben die, wie gehst du mit dem offenen Trade jetzt noch um? Also der, wo vorhin praktisch platziert wurde, jetzt noch läuft, immer mal wieder so ein bisschen um Entry herum wubbelte, ja, mal ein Stück weit im Minus war, jetzt wieder im Plus. Vielleicht der ein oder andere Teilnehmer, auch wenn wir darauf hingewiesen haben, dass man das natürlich nicht nachtraden sollte, blind, sondern selber mit seinem eigenen Money Risk Management da vorgeht. Die Frage einfach, wie gehst du denn jetzt mit dem, ah, jetzt zeigst du gleich mal einen Eurocut, sehr schön. Ja, ich muss jetzt mal schnell einen euro-kanadischen Dollar analysieren. Bitte mach das, das interessiert mich. Tatsache ist, es ist ein Intraday-Trade, aber weil auf Tagesbasis ähnlich, sage ich mal, rangig, um das gleich mal vorwegzunehmen, wie der DAX in den letzten Tagen, also dahingehend langweilig, aber hier kann schon was Interessantes passieren und vielleicht errätst du ja, welche Richtung ich sozusagen hier jetzt eingeschlagen habe. Aber ich will darauf hinweisen, das ist ein wirklich purer Intraday-Trade, obgleich ich den Tagesschart wie du auch im Fokus habe. Aber man kommt manchmal auch gerade beim Eurocut, hatte ich, das weiß der liebe Bernd, mein Counterpart sozusagen, genau, dass du auch teilweise beim Eurocut Intraday manchmal in Swing Trades reinkommst, eben mit einem engen Stopp von 10 bis 20 Pips, um dann eben auf der Gegenseite wirklich das 5- bis 10-fache verdienen zu können. Hier sehen wir jetzt gerade die entsprechende Bewegung. Und was ist denn deine Einschätzung? Ja, da ist der liebe Christian. Ah, ob du dem noch viel zutraust? Ja, bist du da jetzt schon long drin? Ich bin short drin. Bin direkt Also, mit dem wobei, Ausbruch ja, in genau, dieser das sind Kerze. jetzt. Entschuldigung, es ist jetzt natürlich eine Frage des Einstiegs. Wir betrachten das ja jetzt, wo er hier ist.
Richtig. Wenn es natürlich gut lief, klar, genau, dann hast du hier natürlich einen super Einstieg bekommen. Gerade, was ist es? Es ist ja nichts anderes. Weiß nicht, aufgrund welcher ganzen Entscheidung du diese Entscheidung getroffen hast, hier Short zu gehen. Aber klar, das ist natürlich hier ein schöner Bereich. Den kann man jetzt, sage ich auch immer wieder zu den Kunden, bitte, ihr lernt eigentlich am meisten, wenn ihr euch immer fragt, was war links? Also was war in der Vergangenheit, ganz plump. Wenn wir uns diesen Bereich hier angucken, dann können wir jetzt natürlich ein bisschen vergrößern, dass wir das noch mit reinhaben. Dann einfach mal schauen, da reden wir von einem kleinen Bereich im Forex von 0,08%. Mal gucken, da war halt ständig irgendwas. Ja, und genau das ist dann halt heute Morgen auch passiert. Super getroffen. Hier die Oberseite, ja, das ist dann natürlich wieder das große Fenster. Aber das hier ist jetzt natürlich genau erstmal der Short. Aber jetzt muss man halt auch, gut, Risiko bist ja schon lange vorne. Hier wird es jetzt dann wieder, kann es wieder ungemütlich werden, ne? Absolut, Er kann ja absolut. wieder nerven. Absolut, der läuft Ja, ganz wahrscheinlich. Also, wie klar. gesagt, der Short ist auch wirklich kurzfristig. Im Übrigen, die Zone da oben war auch ein Stück weit mein Ziel. Als der dann aber vorher umgedreht ist, habe ich auch, wir haben ja da unser Stochastik-Tool sozusagen tatsächlich erst die Bewegung weiter unten erwischt. Aber der de facto auch mit dem Stop auf dem Minutenchart, also der war keine 7 Pips weg. Also, es war sehr aggressiv. Aber das ist etwas, wo ich auch gern zeigen möchte. Der Witz eben hier an der Stelle, du siehst es jetzt gerade in dem Tageschart oder in dem großen Chart, was ist das, Stunde oder Tag? In dem Das ist Fall. jetzt Minute. Ach, Minute, genau, Stunde oder Eine Tag. Wenn frische der Minute jetzt ein drin. neues Tagestief macht, jetzt immer richtig, dann ist es natürlich so, dass der dann nach unten durchgereicht wird. Das ist sozusagen meine Annahme. Aber jetzt ist der Punkt eben, wir haben eben 14:30 Uhr. Dann die Non-Farm Payrolls, bis sich der Staub gelegt hat, ist es 15 Uhr. Und dann hast du irgendwann mal wieder ein bisschen, sage ich mal, Anschlussbewegung, aber bis dahin, ja, bis zum US, bis zur Pre-Börse, bis zur Vorbörse, hast du dann am Ende wahrscheinlich jetzt echt ein Stück weit Lethargie. Und ob da jetzt so richtig Drive aufkommt im Vorfeld, das darf man wohl bezweifeln. Insofern finde ich es eh beachtlich, dass du beim DAX jetzt auch tatsächlich schon Positionen hast starten können, die auch sozusagen jetzt sogar nach Hause führst. Hast du da jetzt, also wie gesagt, wir werden das Webinar jetzt nicht weiterlaufen lassen über die nächsten 4 Stunden bis 14 Uhr plus. Aber die Frage wäre jetzt an der Stelle, vielleicht, das war der Markus, wie du mit dem Trade jetzt umgehst, ob du den absichst oder sicherst oder dergleichen. Das wäre vielleicht noch eine wichtige Randinformation. Genau. Es ist ja sowieso eh klar, alles ja nur zu Schulungszwecken und alle, ne, alles kann, nichts muss und so weiter und so fort. Keiner hat so nachgehandelt. Diesen fiktiven Trade, der mit echt Geld gehandelt worden ist, der wird jetzt natürlich abgesichert. Ja, also wir sind jetzt nur 70 € vorne in Anführungszeichen. Aber ich denke, dass wir hier auch einen schönen Ausstieg bekommen. Der wäre jetzt hier ist jetzt dementsprechend abgesichert mit 3 Punkten Gewinn. Das heißt, da hätten wir nochmal 6 € verdient, dann wären wir schon bei 16 € Das sind schon zwei Döner in beim Berlin, Buchen. ne? So ist es ja nicht. Ja, Oder sogar vielleicht an manchen wieso Tagen teuer? sechs. Ja. Ja. Ich wollte gerade sagen, so teuer sind die doch in Berlin nicht. Also in München schon, Genau. in München schon. Aber Spaß beiseite. Aber München das ist, schon. es läuft ja wirklich grandios. Also insofern schön gemacht. Vielleicht findest du da noch ein paar Abschlussworte und dann haben wir auf jeden Fall heute eine schöne Session gehabt, wo ich hoffe und die Teilnehmerzahl hat jetzt zum Ende hin ein bisschen abgebaut. Vielleicht auch, weil der ein oder andere straight bis 10 Uhr nur Zeit hatte. Aber wir sind immer noch eine volle Hütte. Du würdest dich freuen, wenn wir die Teilnehmer live in einem Raum hätten. Das ist wirklich schön und ich will die jeden auch anhalten, dann in der kommenden Woche dabei zu sein. Mir ist ein kleiner Fehler auf Instagram oder überhaupt beim Posting unterlaufen. Ich habe nämlich den Post vom 9.7., also das Bild vom 9.7. rausgehauen und nicht eben von heute. Vielleicht hat der ein oder andere Teilnehmer da auch gedacht, ups, was schreibt denn der Kämmerer da? 9.7., aber wer dann auf den Tracking-Link, also auf den Link zum Webinar-Track geklickt hat, der hat ja dann gesehen, dass es heute und eben nächste Woche Freitag den Event gibt. Und da freue ich mich sehr drauf, lieber Thomas, wenn wir nächste Woche dann ein Stück weit eben noch weiter drauf aufbauen können. Und vielleicht haben wir dann auch noch weitere Informationen für die Zuschauer, um, ich will nicht vorweggreifen, aber vielleicht eine Art Wiederholungsserie draus zu machen oder dergleichen. Ja, unbedingt. Also ich kann mir das auch vor allem
Weil jetzt immer die Fragen kommen zu den Trades, was ich ja sehr, sehr begrüße. Ich hätte da auch gerne mal Lust, dass man wirklich mal so einen ganzen Tag um sich schlägt. Also mal, klar, Morgensession. Ich würde da auch mal, Mittagspause müssen wir auf jeden Fall machen. Ich würde dann auch mal das Risiko eingehen, mich in dieses schwierige Gefilde des Nachmittagshandels einzuführen. Wer weiß, vielleicht klappt das ja mit 100 Mann im Rücken noch besser. Ja, vielleicht kann dadurch dieser Fluch gebrochen werden. Also ich bin für solche Trading-Standarten bin ich für alles bereit, für alles zu haben. Das können wir gerne machen. Weil klar, jetzt finde ich es natürlich auch ein bisschen schade, jetzt haben wir hier so eine Position, aber sie ist halt jetzt abgesichert, wir sind jetzt auch deutlich über der Zeit drüber. Wer da jetzt fiktiv zu Schulungszwecken irgendwo engagiert ist und das vielleicht ähnlich gesehen hat wie ich, dass man hier einen guten Short mitnehmen konnte, der hatte jetzt schon mal einen ganz guten Buchgewinn. Und die Position will ich jetzt tatsächlich laufen lassen. Und ich finde es vom Setup her, finde ich das jetzt eine sehr schöne Ausgangslage, weil genau das, was heute Nachmittag eben kommt, kann zu großen Verwerfungen führen. Dann ist halt eben dieses Rauschen wahnsinnig hoch. Und jetzt ist man hier schon mal in einer schönen Position mit 100 Buchgewinn, das heißt 50 Punkten Luft bis zum Stop-Loss. Alles andere, was passiert, ist for free. Und wer weiß, ja, vielleicht. Klar, die Ausschläge werden höchstwahrscheinlich kommen, aber vielleicht sind ja Ausschläge halt nur 30, 40 Punkte und vielleicht ist der Index dann auch noch mal weiter unten bis heute Nachmittag. Und vielleicht, wieso, weshalb? Wir haben es auch schon oft freitags natürlich erlebt, dass dann ein größerer Abverkauf kommt. Wir wissen es natürlich nicht, aber 15.300, das ist immer noch ein starkes Ziel. Und wenn der heute gut durchgehandelt wird, dann ist auch das realistisch. Und dann reden wir hier von weiteren 300 Punkten auf der Unterseite. Wer weiß es schon? Ja, man ganz groß übergeordnet. Wir hatten es vorhin, ja, also nach unten. Ja, da ist noch viel. Da ist noch viel offen. Gerade wenn man jetzt mal so Kurslückenjäger, zu Kurslücken habe ich jetzt gar nichts erzählt, aber das machen wir beim nächsten Mal. Gern. Kurslücken sind nämlich auch ganz toll beim DAX. Ja, wie ein Magnet, immer wieder kommt er da rein und der DAX hat nach der Corona-Aufholjagd sehr viele Kurslücken offen gelassen. Also, wenn es mal knallt, wird das wirklich ein Fest für jeden, der Short ist. Das möchte ich abschließend noch dazu sagen, aber wie gesagt, ohne Crash-Prophet zu sein, ohne zu wissen, wann es passiert. Wenn ich aber eine tolle Formation habe, dann halte ich da auch nicht hinterm Berg mit. Wenn wir da mal ein schönes fallendes Dreieck sehen oder eine SKS oder so, dann können wir da gerne über sowas reden, wann es denn wirklich passiert. Ansonsten, genau, ich ergreife jetzt einfach mal die abschließenden Worte. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie dabei waren. Bitte nehmen Sie das ernst, nehmen Sie mich da beim Wort, folgen Sie mir. Ja, bei Instagram auf der Webseite lesen Sie sich das mal durch. Also hier meine Geschichte. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist halt ein bisschen was über das alles, was so läuft am Markt drüber hinaus. Ja, es gibt viele Möglichkeiten, mir zu folgen. Würde ich mich freuen. Vielen lieben Dank auch an Christian für dieses super, ja, es passt halt einfach, wenn wir miteinander sprechen. Das war halt noch nie anders da und deswegen würde ich mich auch freuen, wenn wir da weiter irgendwas machen. In diesem Sinne, alles Gute Ihnen. Super, super, lieber Thomas. Also, wie gesagt, kann ich nur zurückgeben. Es hat lange gedauert. Es fing auch holprig an, sowohl vor dem Webinar als auch dann mit meinem Livegang, wo irgendwie die Übertragung dann nicht startete. Also, es kann eigentlich nur noch wirklich grandioser werden. Und es war auf jeden Fall ein schöner Entry, fand ich. Jeder hat hoffentlich was mitnehmen können. Auch vom Skillfaktor her. Wie gesagt, auch schön, dass du auch live aktiv warst. Du hast ja selber gesagt, bei dir wird es da in der Regel nicht so theoretisch, sondern du bist eben auch am Chart. Ähnlich auch wie der Andreas, der eben im 1- und 5-Minuten-Chart unterwegs, wo man auch viel, ja, den Markt dokumentiert, begleitet, live analysiert und wenn man dann eben auch noch einen Trade findet, fantastisch. Alles auf eigene Gefahr. Du hast es gesagt, ich habe es eingangs gesagt, jeder muss sein Risiko da kennen.
Die Fragen, die jetzt auf die letzten Minuten noch reingekommen sind, wo dein Take-Profit liegt oder dein Ausstieg beim nächsten Support ist, das hast du jetzt wirklich in den Schlussminuten dann auch schon parallel beantwortet, also absolut perfekt. Und ja, die Grüße, die hier noch reinkommen, mega spannend, danke, bedanke mich bei dir. Das geht jetzt direkt an dich vom lieben Markus. Peter, auch nochmal vielen Dank für die Zeit, die wir uns hier nehmen und für euch. Und das ist auch was, wo ich sage, klar, knüpfen wir gerne an. Jetzt haben wir echt ein Stück weit über den Durst gezogen. Ich habe 10.30 Uhr jetzt dann tatsächlich den nächsten Call. Soll aber nicht das Problem sein. Ich will hoffen, euch hat es gefallen. Wir schließen uns auf jeden Fall nochmal kurz, lieber Thomas, dass wir da einfach ein Stück weit eine Roadmap entwickeln. Bin auf jeden Fall auch dankbar dafür, dass es heute so gut geklappt hat. Ein paar Euros hast du einfahren können. Du handelst ja auch noch ein anderes Konto, wo die Challenge dann sozusagen an den Start geht. Das ist ja auch was wir sehr gern hier auch ein Stück weit begleiten wollen würden. Also das ist bestimmt was, wo wir dann einfach nächste Woche auch nochmal ineinander übergehen. Genau hier könnt ihr euch so, vor 3 Wochen ging es da los, ein Stück weit dann auch noch laben an dem, was dann sozusagen der Thomas da darbietet. Und wenn wir das so ein Stück weit adaptiert bekommen, auch hier bei uns bei JFD, dann ist es natürlich für jeden Teilnehmer noch spannender. Also ich sehe schon, herzlichen Dank, tolles Event, geht gleich weiter so. Bin gespannt auf die nächste Woche. Sind wir auch. In dem Sinne wünsche ich, Thomas hat ja schon Abschlussworte gefunden, euch einen wundervollen Wochenendeinstieg. Passt heute Nachmittag auf die Non-Farm Payrolls auf. Wir werden mal sehen, was der Markt uns da darbietet. Schnippig, denke ich, wird es in jedem Falle, nachdem wir ja bei der Fed da in den Juni oder zum Juni-Event da die entsprechenden Zinsanhebungstheorien da gehört haben. Da sind ja die US-Arbeitsmarktdaten aber auch eine wichtige Indikation für die Notenbank. Das, denke ich mal, dürfte heute schon für Feuer sorgen, also Dollar, Gold, Euro und natürlich die Indizes sicherlich in starken Bewegungen. Und insofern passt es auf, was da heute Nachmittag abgeht. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche dann auf jeden Fall hier wiedersehen, beziehungsweise ihr bei uns bei den Livestreams jederzeit willkommen seid. In dem Sinne, habt euch wohl. Lieber Thomas, auch dir ein schönes Wochenende und wir hören bald wieder voneinander. Vielen Dank. Ebenso, ein schönes Wochenende. Ciao, ciao. Bis bald.